3G, 2G, 2G plus 1G. Hand aufs Herz, findet ihr euch im G-Chaos überhaupt noch zurecht? Die FDP will als einer der Wahlsieger zunächst mit den Grünen sondieren. Das gab Parteichef Christian Lindner an Tag 1 nach der Bundestagswahl bekannt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Tacheles-Zone, unserer etwas anderen Politik-Talkshow, in der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich fragen, ist das euer Ernst? Anlass gibt's ja zur Genüge. Schönen guten Abend, Jan. Hallo, Caro. Die Benzinpreise haben im März erstmals die Schallmauer von 2 Euro durchbrochen. Doch wie setzen sich die Preise für Benzin und Diesel überhaupt zusammen und wer profitiert am meisten davon? Hier ein Überblick. Fehlt nur noch die Zustimmung des EU-Parlaments. Doch die Abgeordneten sehen an vielen Stellen Nachbesserungsbedarf. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Merkels EU-Deal retten muss, jetzt in unserer Focus Online News Story. Jetzt in unserer Focus Online News Story. Flickenteppich versus Einheitsbrei. Welche Maßnahmen würden die Menschen und die Wirtschaft überhaupt noch ertragen? Der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen ist der Maßstab, ob Städte und Landkreise ihre Corona-Maßnahmen verschärfen müssen oder nicht. Thomas Jensen, der Gründer des Wacken Open Air, hat sein Festival bereits um ein Jahr verschoben, obwohl derzeit nicht feststeht, ob es dann überhaupt stattfinden kann. Den Höhepunkt der Corona-Pandemie haben die Banken in Deutschland zunächst gut überstanden. Doch jetzt drohen Kreditausfälle in Milliardenhöhe. Bis Anfang Juli beantragten allein bei den Sparkassen in Deutschland 189.000 Privatpersonen Stundungen für ihre Verbraucherkredite. Selbst als Rohölpreise wieder fielen, wurde Benzin nicht in gleichem Maße billiger. Doch entgegen aller Prognosen geht es mittlerweile langsam wieder aufwärts. Die Talsohle sei durchschritten, sagte zuletzt auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Ich spreche jetzt mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Herr Lindner, warum ist die vorübergehende Schließung der Gastronomie in Ihren Augen unverhältnismäßig? Noch sind in den USA nicht alle Wahllokale geschlossen, doch eines kann man sicher sagen, die Wahlbeteiligung ist die höchste seit 120 Jahren. Armin Laschet oder Olaf Scholz? Wessen Partei hat bei der Bundestagswahl 2021 am Ende die Nase vorn? In wenigen Stunden werden wir es wissen. Ich spreche jetzt mit Smudo von den Fantas, die bei der Entwicklung dieser App mitgewirkt haben. Smudo, wie ist die Idee mit dem Berliner Startup Nexenio überhaupt entstanden? Lass ihn uns fragen. Er ist ja schon längst Backstage. Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken im Bundestag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich grüße Sie auch. Herzlich willkommen. Auch hier bei mir. Digitalisierung gilt als Treiber von Wirtschaftswachstum. Die Pandemie hat uns in Deutschland aber gnadenlos vor Augen geführt, dass wir hier noch sehr viel Luft nach oben haben. Was muss passieren? Darüber spreche ich jetzt mit dem Investor Frank Thelen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Professor Karl Lauterbach, schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Eines dürfte klar sein, die Entwicklung in Richtung Normalität wird Zeit beanspruchen. Doch auf dem Weg dahin können Tools wie Luca uns das Leben wieder ein bisschen verschönern. Den Fantas sei Dank. Und damit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Bleiben Sie gesund.